Darf ich dich am Samstag auf ein Date einladen? Okay. Hi, ich bin Yannick Schümann. Und ich bin Luna Bethler. In der Romanverfilmung Dem Horizont so nah spielen wir das Liebespaar Danny und Jessica. Genau. Und weil das Buch von Jessica Koch so viele tolle Kommentare und Bewertungen bekommen haben, sind wir natürlich ein bisschen nervös. Und wollen euch davon mal ein paar vorlesen. Danke. Aber ich glaube, das hätte ich ja noch alleine hinbekommen. Jessica Koch hat meine Sicht auf die Menschen verändert. Das Buch ist ein Highlight für alle, die Dramen lieben. Spätestens, wenn man weiß, dass es eine wahre Geschichte ist. Was machst du eigentlich, wenn du mal alt und hässlich bist? Darüber mache ich mir keine Sorgen. Dem Horizont so nah ist einfach nur unglaublich. Ich habe es jetzt mehrmals gelesen und jedes Mal kommen so viele Gefühle auf. Da laufen die Tränen unaufhaltsam. Ich finde das Buch tief bewegend und sehr emotional. Ich bewundere den Mut von Jessica, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Ich werde sehr lange noch an diese Geschichte denken. Jessica, mit jemandem zusammenzuziehen, das ist ein Riesending. Ihr habt doch alle Zeit der Welt. Haben wir eben nicht. Es war mir eine Sucht. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Schmetterlingen im Bauch und einer tiefen Traurigkeit in den Gedanken. Es macht mich teilweise fassungslos, wie unfassbar unfair das Leben sein kann. Meinst du, AIDS? Nein, ich meine nicht AIDS. Ich meine HIV-positiv. Das ist ein Unterschied. Die Geschichte ist so mitnehmend mit den Themen Freundschaft und Liebe. Man könnte meinen, eine Beziehung wie aus einem Traum. Es ist ein wunderschönes Buch, das zeigt, wie stark zwei Menschen sich lieben können. Du bist ziemlich süß, wenn du nervös bist. Das ist offensichtlich, ja. Danny und Jessica, diese Liebe ist so unglaublich schön. Ich finde keine Worte hierfür. Bitte haltet auf jeden Fall Taschentücher bereit. Die werdet ihr benötigen. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg. Das will ich aber nicht. Wir haben natürlich unser Bestes gegeben, um euch Buchfans nicht zu enttäuschen. Und wir hoffen, dass euch der Film genauso berührt, wie es schon der Roman getan hat.